Mario, aufstehen! Das ging ja schnell. Ist ja nicht so, dass ich auf die Fernbedienung gedrückt habe. Willkommen zu dem 10. Part von Super Mario Galaxy 2. Also beim letzten Mal hatten wir ein Problem mit einem Schabernack-Kometen, der auf der Sternen-Yoshi-Galaxie war. Und nun machen wir weiter mit dem nächsten Schabernack-Kometen in der Wirbelbohrer-Galaxie. Denn ich will ja, wie gesagt, alle Sterne als auch Schabernack-Kometen bekommen. Und keine grünen Sterne, wie gesagt. Das wird auch so bleiben. Ist auch am selben Tag aufgenommen wie der 9. Part. Nur zur Info. Risikokomet, die bösen Pedos besteht hier. Pedos. Aber wahrscheinlich ist es Zeit. Und das ist natürlich ein bisschen kacke. Oh nein, das ist nicht Zeit. Noch schlimmer ist es. Vor allem am Anfang habe ich so gedacht, als kleines Kind, so als ich ihn gesehen habe, boah, der ist ja cool und gegen den möchte ich unbedingt kämpfen. Wie es herausstellt, jetzt bei einer Kraft ist natürlich schon gemein. So, wieder ein paar Sternteile sammeln. Vor allem, das sieht halt einfach auch zum Teil falsch aus, wenn er diese Bohrer ja durch die Erde einschlägt. Finde ich natürlich schon ein bisschen weird. Als ob. Na gut, gewöhnungsbedürftig. Was soll man dazu sagen? Fangen wir an. So. Ich hoffe, das Mikrofon läuft auch. Weil ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei gerade, dass jetzt halt Thema Mikrofon ist. Ich passe natürlich auch auf, klar. Nur ich habe ja einen USB-Adapter für Handy und da passe ich halt auf. Weil ich nehme ja immer mit dem Handy die Facecam auf, weil ich ja natürlich keine Kamera leisten kann, klar. Das wollte ich nur schon mal Bescheid sagen, ne? Also, natürlich habe ich es ja schon mal gesagt, aber wenn es halt einige nicht akzeptiert, du nimmst ernsthaft mit einem Handy auf, ich mag das nicht, bla bla, dann braucht der auch nicht herkommen. Ich bin schon ein bisschen pisst auf meinen Kanal, ne? Aber nicht wegen mir selbst, sondern wegen etwas anderem. Nein! Okay, warte, ich habe noch die Chance, ich habe noch die Chance, wenn er... Und das... Also ich kann es mal auch gleich erklären. Das war bei dem Livestream von Super Mario Galaxy, aber auch mal bei einem anderen Stream. Nämlich, sag ich mal so, ich wurde geradet. So nennt man das anscheinend. Auch anders gesagt, ich wurde gedislike-botted. Also sag ich mal so. Das heißt, ein Typ hat einfach, ich glaube, 15 Dislikes gegeben mit seinen 14 Accounts, ne? Obwohl, 15 sind es ja, weil es eine Person ist mit 15 Accounts. Fragt mich natürlich schon ab, warum es solche Menschen gibt. Oder, ja, so, ich check's nicht, warum man sowas macht. Wenn halt man die Person gar nicht kennt und auch nichts gemacht hat und der nächste Schabernack-Komet auftaucht, dann braucht man das sowas nicht machen. Selbst bei einem Schabernack-Kometen braucht man das nicht machen. Wir gehen zum nächsten Schabernack-Kometen. Ich will doch so viele Sterne haben. Na gut, aber trotzdem bin ich pisst drauf. Ich weiß nicht, ob es einige von euch erlebt haben. Auf jeden Fall kann ich sowas nicht leiden. Auch provozieren kann ich nicht leiden. Beef will ich nicht haben, als auch will ich bei mir keinen Beef haben, ne? Wenn halt einige zu dumm sind, um das zu akzeptieren, dann ist euer Pech, nicht meiner. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt sowas sage, aber ich bin halt schon relativ pissed. No joke. Das liegt jetzt nicht an dem letzten Level vom 9. Part. Oh nein. Achso, nee, das geht sogar eigentlich. Ich kenne noch die Mission. Das geht sogar relativ, ne? Ich schau mir mal, wie es läuft. Weil das geht ja auch. Ja. Zeit. Und zwar, wenn ich jetzt lande. Mit. Was? Okay, wenn ich das jetzt innerhalb von 55 Sekunden schaffe, Ehre. Okay. Sammelt doch die Münzen ein, du Knirps. Ich bin größer als du, du Keck. Okay. Das musste ich jetzt machen. Okay, warte. Es geht noch weiter. 30 Sekunden, okay. Wird noch schwer, wird noch schwer. Ne? Okay. Ist gut, ist gut, ist gut.
Okay. Okay. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sieht extrem gut aus. Ich hab's geschafft. First try. Erstmal kriege ich auch natürlich Sternteilbonus. Ja, Mari, ich weiß, du bist wegen mir wieder fix und fertig. Aber die Zuschauer wollen was sehen. Natürlich ist es wieder übrigens in 108030. Ich werde mich schon um eine neue Capture Card kümmern, keine Sorge. Es geht auch für Streams, ne? Aber mal sehen. Vor allem bei Streams. Eigentlich streame ich meistens in 720, weil es halt sonst. Es sonst immer laggt. Aber, trotzdem kann man das 1080 machen, aber. Wenigstens streame ich allgemein in Qualität, die okay ist, sage ich mal so, ne? Also, so bin ich der Meinung. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Findet ihr die 720p-Streams bei mir in Ordnung? Also, seid ihr damit zufrieden? Kommt ihr damit klar? Bla bla. Egal, ob Reaction oder Zocken. Aber aktuell bemerke ich gerade, ich schaffe das Reaction bei mir ein bisschen ab. Und das ist halt schon mal ein gutes Zeichen. Und jetzt ist ein Zeitduell. Wahrscheinlich scheint in einem sehr krassen Schnelldurchlauf. Wenn da schon Uhren sind, dann... Ja. Dann ist es echt so. Oh nein, ich muss sogar... Oh, warte. Erstmal das da drüben einsammeln. Alter, mach doch! Oh, ich muss auch noch extra nach da. Ist es euer Ernst? Still, ich will es einfach nur schaffen. Boah. Oh nein, da war noch eine Uhr. Scheiße, das wird echt knapp. Das Gaming kriegst du mit dem Gürtel hin, ich krieg's mit meinem Fuß hin. Nein! So, Barsch. Also schon mal. Ich weiß, schon wieder Zeit. Falsch. Alter, mach doch! Okay, warten wir. So geht's nämlich schneller, wenn er sich umdreht und dann so. Jetzt wird er natürlich pisst sein, ne? So wie ich. Mit den Bots und so. Außer auf Discord, die sind in Ordnung. Die Ryu für mich erstellt hat. Natürlich nochmal ein großes Dankeschön. Boah, gut. Alter, als wäre es ein Rebound. Also, wie im Basketball halt, ne? Der Ball kommt von oben, du fängst ihn perfekt. Boah, gut. Zwei Schläge fehlen noch insgesamt. Ich brauche einen. Also, ich improvisiere. Ey, bitte, bitte nicht die 2 Sekunden anlassen. Okay, sieht noch gut aus. Ich hoffe, sie lassen sie jetzt nicht an. Das ist ja scheiße. Aber trotzdem die Uhr einsammeln. Aber geschafft. Das heißt, 3 Sterne schon erledigt. Und das ist echt ein gutes Zeichen. Naja, 3 Schabernack-Kometen, um genau zu sein. Wenn es keine weiteren gibt, dann mache ich Welt 3 weiter. Aber ich glaube, es wird noch einer kommen. Sag dich doch! Nochmal Welt 2. Oh nein, da habe ich auch ein schlechtes Gefühl, ne? Aber ich glaube, ich mache einfach Welt 3 weiter, oder... Nein, wir machen einfach Schabernack-Kometen. Dann ist dieser Part ein Schabernack-Komet-Part. So werde ich das Video nennen. Schabernack-Komet-Part. Spaß. Einfach nur Schabernack-Komet-Jagd. So einfach. Die Stamina der Kanina. Was ist das für ein Name, Digga? Oh mein Gott. Die muss ich alle töten. Und innerhalb von einer Zeit. Sonst wäre es ja unfair. Was ist da unten? One-Up, wow.
habe ich mir schon Zeit gelassen. Oh, da. Okay, los. Alter, ich verkack grad. Okay. Okay, für noch 8. Oh oh. Nee, das schaffe ich nicht. Es hat ernsthaft noch einer gefehlt. Ich wusste irgendwie, dass ich es nicht schaffe. Hätte ich nicht den One-Up eingesammelt, hätte ich es safe geschafft. So. Machen wir es noch einmal. Da drüben ist er. Okay, das war jetzt komisch. Der hat jetzt ein bisschen langsamer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es so erkennen könnt, aber bei mir war es jedenfalls so. War schon wieder. Der kommt einfach nicht damit klar, dass ich so krass bin. Kappa. Okay. Fehlen nicht mehr viele. Okay, die blauen sind sehr schwer zu erwischen. Aber die geben auch One-Up. One-Ups, meine ich. Alter. Nee, jetzt. Schon wieder? Schon wieder nur einer? Immer nur ein blauer. Das ist jetzt langsam lächerlich. Wir kommen. Weiter geht's. Da wieder. Genau dasselbe. Okay, einen blauen erwischt. Wieder 16. Okay, dann weiter. 20. Ja, schon mal beide blaue erwischt. Dann sind die schon mal weg. Dann kann ich mich halt um den Rest kümmern. Drin. Okay, nur noch 2. Okay. Nein, als ob. Ich muss die irgendwie gleichzeitig treffen. Ja! Oh mein Gott. Geschafft. So, erstmal das. Dann will ich noch die One-Ups auf jeden Fall einsammeln. 1, 2, 3. Ich bin so dumm. Diesmal nicht schütteln. So. Ja, ich komme wahrscheinlich der nächste Schabernack-Komet. Ich musste doch das irgendwie noch einbringen, ne? Ist das so? Okay. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Sonst habe ich jetzt und sonst gesprochen. Okay. Schüttel, Club, Galaxy. Wieder lila Münzen. Ich kenne das. Für Baby Luma. Das ist von Rosalina. 50 Sternzeile. Besser als nichts, ne? Ich kann jetzt mal den Toad lagern, ne? Wäre, glaube ich, auch besser so. Damit er sich was Schönes kaufen kann damit. Naja, nicht wirklich kaufen. Als ob. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Aber es ist ja so. Stimmt, für das letzte Level. Dass man so, ich glaube, 9000 braucht oder wirklich 9999. Ich schwöre, ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich echt 9999. Oh mein Gott. Ich kann mich halt echt nicht daran erinnern. Nächster.
Kometenalarm. Davor habe ich es halt vergessen. Der flippige lila Münzen-Dauerlauf. Also auch anders gesagt, ein lila Münzen-Marathon. Also hier kann ich es nicht leiden. Nicht so wie bei, ich sag mal, der Käfergalaxie da. Also, als ich doch den ersten Schabernack-Kometen, glaube ich, geholt habe. Nee, das war der zweite oder dritte, was weiß ich. Also, bei denen lief es einfach viel, viel besser. Und bei denen wird es wahrscheinlich eher nicht so gut laufen. Es sei denn, ich schaffe es auf einmal in First Try. Okay, warten wir noch. Okay. Stimmt ja, ich muss ja 100 sammeln. Habe ich ja vollkommen vergessen. Okay, war knapp. Puh. Besser so. Es ist besser so. Nein! Yay! Da war ich mal so gerade richtig gut und jetzt verkacke ich. Ja, moin. Bin zu weit gesprungen. Yay. Ich mache halt Long Jumps vollkommen durch. Ihr wisst schon, was ich meine. Mein Deutsch ist halt nicht so gut. Ich bin kacke in Deutsch, weil niemand würdig dazu ist, mir Deutschunterricht zu geben. Egal ob Also ich meine natürlich nicht Fremdsprache, ich meine allgemein. Und kein Lehrer ist würdig genug, mir mal beizubringen, wozu man eine Inhaltsangabe braucht. Jetzt frage ich mich mal wirklich, wozu braucht man eine verdammte Inhaltsangabe? Und wieso sterbe ich hier schon zum, glaube ich, vierten Mal? Vielleicht klappt es, wenn ich mal kurz meine Fresse halte. Gut, ich habe kurz meine Fresse gehalten, jetzt kann ich weiterreden. Damit ihr meine lästige Stimme hört. Aber ich werde, um ehrlich zu sein, kurz Thema Kanal, ich werde auch an Down von Bots beginnen, egal ob Livestream oder nicht Livestream. Also beim Livestream ist es, um ehrlich zu sein, am nervigsten. Nein, 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 oh, okay. Puh. Aber ich sag mal so, auch bei Videos ist es halt so mit Bots. Letztens gibt's doch immer so eine, also so ein Bot, der, ich sag mal, in eine weirde Richtung geht, immer eine Zeitangabe da lässt, also halt von dem Video, das ihr habt, und dann sagt sie irgendwas. Also wird es wahrscheinlich, glaube ich, zitieren. Ich nehme mal ein Beispiel, was gekommen ist. Ich sag jetzt einfach, also von Zeit weiß ich nicht mehr, aber der Kommentar. Ich sag mal Minute, also erste Minute, 28 Sekunden, Wunder. Ich denke mir da so, was soll das verdammt nochmal bedeuten? Und da denke ich mir halt so, steht da wirklich jemand auf mich? Natürlich, da habe ich nicht sowas gedacht.
Ich wusste ja, dass ich halt die hässlichste Fresse of all time habe und das würde nie jemand zu mir schreiben. Außer ein Bot. So, wie ich jetzt gerade runtergefallen bin. Ich mache noch dieses Level in diesem Part. Da ist noch der Zeiger. Okay. Egal, ob es auch 30 Minuten dauern wird, ich werde das Level machen. Ich werde dieses eine Level wegmachen, genau. Ich werde dieses eine Level fertig machen. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, da hatte ich schon einen Long Jump machen sollen. Dann hier noch ein Long Jump. Das kann ich mal so machen, weil ich ja gleich die nächsten lila Münzen bekomme. Oder auch nicht! Wow, okay. Wäre jetzt fast gestorben. Das mich ehrlich gesagt gerade nicht wundert. Ich sagte doch, bei diesem Level wird es nicht gut laufen. Aber ich dachte eher an der Zeit. Aber wie es aussieht, eher die Tode. Vor allem, man fragt auch, wann ATTV immer stattfindet, ne? Weil es ist kein häufiges Projekt. Das will ich schon mal gleich sagen für die, die es nicht wissen. ATTV ist eigentlich eher ein seltenes Projekt. Also es ist zwar das Beste, ja. Und ich bin sogar auch am Überlegen, ob es mal häufiger kommen sollte. Die Sache ist halt, es wird auch zum Teil nicht möglich sein. Weil ich nehme immer mit L-Programm auf. Er hat auch Lust, ich habe immer Lust, also... Kommt drauf an. Und jedes Mal ATTV zu erwarten, das geht halt echt nicht. Ihr schreibt zwar niemand mehr, aber also das ist auch toll so. Ihr versteht das, was ich meine. Dies, das. Und also es liegt halt auch daran, beim letzten Mal bei ATTV 8 kamen so wenige Fragen. Und da habe ich halt bei Adi sogar Werbung gemacht und da haben auch dann einige geschrieben, eher inbegriffen. Und das fand ich halt dann auch viel besser, da lief es auch viel besser. Allerdings ist mir nicht aufgefallen, dass ich es mal zu 18 Minuten machen würde. Echt so. Das ist ab sofort halt der längste ATTV-Part gerade. Und ich wollte eigentlich nur maximal 15 Minuten. Was passiert? 18 Minuten. Und das habe ich noch nicht mal selbst bemerkt. Ich dachte einfach im Skript, ja, das könnte sogar ein bisschen zu kurz sein. Aber nö, das war das nicht. Okay, jetzt nerven langsam diese Kettenhunde zu sehr. Eine Minute nur noch. Aber bitte... Hä? Ich hab da noch nicht mal Z gedrückt. Aber um ehrlich zu sein, ich hoffe, ihr nehmt es wirklich mit Verständnis mit ATTV, weil ich kann ja auch zum Beispiel von Last Gaming nicht jetzt jeden Tag einen LP-Part erwarten, da jetzt zum Beispiel mit Luigi's Mansion gerade bei ihm auch unter Stress ist und er wahrscheinlich Dings abbricht, Origami King. Dabei ist es natürlich schon ein bisschen traurig, da er auch so lange darauf gewartet hat. Scheiße, das wird diesmal wirklich ein langer Part. Ich wollte mich nur kratzen! Ich habe dabei Plus gedrückt und er merkt einfach nicht. Erstmal so, damit er weiß, ja okay, meine Fernbedienung ist da unten. Komm, ich will es in diesem Versuch schaffen. Egal wie es ist, ich will es in diesem Versuch schaffen. Erstmal so. Nein, nein, nein! Nein! Na gut. Aber man kann also wirklich zu diesen Videos halt allgemein, egal ob es von mir ist oder von... Nee, also nicht von mir ist, ihr könnt halt nicht einiges erwarten, ne? Ist halt... Also bitte, habt Verständnis damit. Das gilt am meisten eher für ATTV. Ich weiß, einigen gefällt es ATTV.
Und mir gefällt sogar auch, no joke. Es macht mir auch Spaß, es zu drehen. Aber trotzdem ist es halt auch nervig. Also vor allem, was mich auch sehr genervt hat, das war, als ATTV rausgekommen ist. Ich krieg zwei Fragen schon für ATTV. Okay. Also einmal von dem Moplay und einmal von dem Micromass 13, ne? Oder 13, was weiß ich. Ich kenne beide, aber meistens Moplay. Also Moplay kannte ich da halt nicht zu krass, aber jetzt kenne ich ihn natürlich, ne? Und mich hat es natürlich schon abgefragt. Ich habe erwähnt, beim nächsten Fragenvideo, also indem ich erwarte, dass ihr Fragen schreibt, sollen ATTV-Fragen geschrieben werden. Ja, hat anscheinend nicht funktioniert oder die haben das Video nicht richtig gesehen. Ich meine es jetzt nicht böse, aber darauf bin ich natürlich... Okay, darauf bin ich natürlich auch sehr pisst, weil nämlich einfach gesagt habe, okay, beim nächsten Fragenvideo. Und das habe ich auch Adi geschrieben. Da hat er auch, er hat sogar auch gefragt, okay? Ich zitiere mal, wo kann man hier die Fragen einsenden? Kann man schon Fragen einsenden? Und, ich habe dann auch im Live-Chat geschrieben, nein, erst beim nächsten Video. Selbst auch in meinem kurzgeschnittenen Video, okay, kurz, ja, von wegen 30 Minuten, habe ich gesagt, nee, bei nächsten Fragen-Video. Also leider auch in einem sehr schlechten Deutsch. Und, na gut, das habe ich jedenfalls gemeint, aber trotzdem haben es einige echt nicht verstanden. Und da möchte ich halt das natürlich nochmal deutlich ausdrücken. Beim nächsten Fragen-Video, wenn ich halt da entweder es selbst sage oder es so schriftlich steht, ich schaffe dieses Level. Als ob, nein, ich schaffe es doch nicht! Dieser scheiß Nunchuck! Dieser scheiß Nunchuck! Der hat gedacht, ich drehe mal um den Kreis. Ich mache das Level trotzdem, ist mir so fucking egal. Also, nochmal zu sagen, egal ob ich es wirklich sage, so persönlich, so wie jetzt gerade in diesem Gameplay, Let's Play, oder halt schriftlich, so, ja, ich bitte euch, ATTV-Fragen zu schreiben, nicht in die Regeln nicht vergessen, bla bla. Dann könnt ihr da die Kommentare, also die ATTV-Fragen, schreiben. Oh mein Gott, zum Glück habe ich es so gemacht. Zum Glück habe ich es echt so gemacht. Warte, der reagiert, genau. Der reagiert nicht richtig drauf. Komisch. Liegt safe an der Fernbedienung. Warte. Ja, volle Batterien. Weil manchmal ist es halt so, dass der wirklich nicht richtig reagiert, wenn er schwache Batterien hat. Aber ich glaube, ich bin halt zu nah von dem V-Sensor-Teil. Das ist nämlich direkt da vor der Kamera. Gut. Ich hasse mein Leben. Wieso hab ich so lang, verdammt, noch mal gebraucht? Wieso sing ich nicht richtig? Nein. Leute, ist das nicht witzig? Ist das nicht verdammt nochmal witzig? Ich versag in diesem einem Level. Ich habe es sogar fast durchbekommen. Ich war über 90. Und zwar nicht im Alter, sondern bei den Münzen. Und was passiert? Ich sterbe, weil Mario zu dumm ist, um zu reagieren. Er ist zu dumm, um auf dieses Video zu reagieren. Er hat doch seinen eigenen YouTube-Channel. Spaß. Natürlich. Ich weiß es sogar nicht, ob wirklich jemand, also mit Super Mario und halt, also wirklich von Nintendo halt zum Beispiel, wirklich ein YouTube-Kanal hat, so mit Haken und so. Ihr wisst schon, glaube ich, was ich meine. Weil man kann es ja von Channels sehen, die halt einen Haken haben. Darunter die Sänger, also Rapper und so. Und auch YouTuber, sogar einiges. Also man kann sie doch auch verifizieren, heißen die, nicht wahr? Also very, ne? Very. Ne? English. Und gut. Aber ich werde schon langsam besser in Englisch. Obwohl, nicht wirklich besser. Weil letztens, genau an diesem Tag, in dem ich dieses Let's Play aufnehme, auch anders gesagt, der 22.09.
habe ich einen Vokabeltest gehabt. Also es war auch schon benachrichtigt worden. Ja, ich frage euch diese Vokabeln ab, lernt sie, bla bla. Wir wussten halt nicht, wie sie abfragt, aber ich hatte natürlich schon einige Vermutungen und eins davon war richtig und das war halt die, die ich am, also eher am zweitmeisten vermute, nicht zweitwenigsten, sondern der zweitmeisten. Und ich habe mich sogar freiwillig gemeldet, ich wusste die meisten Vokabeln. Und ich habe extra, also bei uns in der FOS ist das Punktesystem. Das heißt, bis 15 Punkte, man muss sich irgendwie auch richtig aufteilen, 0 Punkte, 6, bla bla. Und ich habe 12 Punkte gehabt, das ist nämlich eine 2 Plus. Hätte ich einen Punkt, da ich habe jetzt meinen Punkt, ne, Spaß, ich habe jetzt die Münze und ich habe es verdammt nochmal geschafft, einfach schön über Englisch reden, dann passt es. Ja, endlich. Also, ich habe da eine 2 Plus bekommen. Das finde ich nicht schlecht. Ich habe mich auch gefragt, warum? Und, ja, das waren auch dieselben Vermutungen, wie ich gedacht habe, warum ich eine 2 Plus habe. Aber, ist ein gutes Zeichen, ne? Ist ein gutes Zeichen. Endlich, Wetten, es kommt. Ja, dachte ich mir schon. Das machen wir ein andermal. Dann will ich jetzt schon mal sagen, danke fürs Zuschauen. Sorry, dass es nochmal so lange gedauert hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.